Ladies and Gentlemen, Russik Pupsik ist am Start und heute mal wieder mit einem neuen Video, Leute. Und wir fahren gerade zur Arbeit, Leute. Ja, wir wisst ja, wir sind im neuen PD tätig, alles drum und dran, alles geht ab. Wir fahren jetzt hier mal rein, Leute. Wir haben hier Garagen, alles ohne Ende. Ich parke jetzt einfach mal mein Auto heute hier ab, Leute. Ich kenne mich noch nicht so gut aus. Ich weiß noch nicht, wo ich mein Auto parken muss oder sonst was, Leute. Aber ich hoffe, ihr feiert das Ganze. Und deswegen, Leute, lasst erstmal ein dickes Däumchen da. Abonniert unbedingt den Kanal, um nichts zu verpassen. Und Leute, ganz wichtig, bevor der Arbeitstag hier losgeht, müssen wir uns auch erstmal umziehen, Freunde. Aber ich sag euch ehrlich, ich bin noch nicht so bereit dafür. Ich nehme jetzt einfach mal hier bei den Swords mal die Uniform raus, Leute. So, Leute, Uniform angezogen, ist ja egal. Polizeiuniform ist Polizeiuniform. Und heute wird ein krasser Arbeitstag sein, Leute. Heute, ich weiß zwar nicht, was passiert, aber ihr wisst ja, turbulentes Leben als Polizist. Wir gehen in den Fahrstuhl rein und Stock Nummer 5 müssen wir. Auf geht's. So, Leute, wir sind jetzt hier im Stockwerk angekommen. Ich gehe jetzt erstmal zum Captain. Ja, ich bin auf dem Weg zum... Genau, servus, Captain. Ich bin so. Da. Was ist heute? Also, was steht an? Wir haben ja gestern den guten Auftrag erledigt. Ja, ich habe meinen Polizeiwagen gesagt, fertig. Da steht auch draußen. Heute geht's weiter, ja. Richtig. So, Sie haben ja den Plan. Sehen Sie noch an der Wand. Ich habe ein Team heute zusammengestellt, mit dem Sie arbeiten werden. Okay, meinen Sie wegen dem vernetzten ganzen Mafia-Bereich? Richtig. Okay. Wir müssen weitere Schläge ausführen, den Kern vom Bösen, die Wurzeln langsam rausreißen, damit der ganze Baum fällt. Okay, ja, was sollen wir machen? Alles ist drinnen. Sie haben den Plan dort hinten. Ja. Gehen Sie rein und besprechen Sie sich mit dem Team. Leiten Sie nicht die Operation? Nein, das ist Ihr Ding. Wie mein Ding? Ich bin doch erst Recruit. Mann, Sie sind verdammt nochmal. Sie sind gar kein Recruit, Sie sind kein Officer, Sie sind was Spezielles, haben wir uns verstanden? Ja, Sir. Los, abtreten. Okay, Leute, ich muss irgendwie die Leitung übernehmen. Okay, da sind Polizisten, die essen schon Donuts. Ich hoffe, die sind echt stabil, Leute. Officer Russik hier, servus, Leute. Moin, Kollege. Moin. So, einen Kaffee. Ja, gönnt euch einen Kaffee, einen Donut, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber wir haben eine Operation. Die Operation des Mafia-Geschehen in Los Santos zu beenden. Scheiße, Russik. Ja? Unsere Donuts sind ausgegangen. Ja, wir kümmern uns noch darum. Auf jeden Fall. Ich brauche aber was zu essen, ich habe Hunger. Ihr wisst schon, dass das hier nicht um Essen geht, sondern um einen Mafiosi namens Tuan hier. Ja, stimmt. Seht ihr das Bild? Seht ihr das Bild von Tuan hier? Oh mein Gott, da bin ich raus. Oh mein, nee, da bin ich auch raus. Ich habe Angst vor dir. Bist du verrückt zu Hause? Ihr könnt nicht einfach rausgehen, das ist euer Job. Tuan wird platt gemacht, Mann. Wichtig, Leute. Oh. Aber heute geht es gar nicht um Tuan. Und zwar, ich habe gerade ein paar Akten von unserem Captain bekommen. Wir müssen heute ein Projekt auflösen. Nämlich, die Mexikaner haben wieder eingeschlagen, Leute. Ihr seht es ja, die Mexikaner. Hier, Juan hat heute einen Transporter geklaut. In Wert von 20 Millionen, Leute. Versteht ihr das, was sie mit diesem Geld machen können? Versteht ihr, was sie mit diesem Geld machen können? Das Problem ist, wir müssen rausfinden, wo Juan ist. Versteht ihr das? Das heißt, wir gehen auf Streife. Es ist ein gelber Security Van mit Geld drin. Wahrscheinlich schon verladen, aber das Ding ist, kriegen wir den Wagen, kriegen wir die Spur, wo das Geld ist. Wir müssen es rausfinden. Also wenn wir uns ausschwärmen. Das Gebiet, das Stadtgebiet ist nicht betreten worden. Das heißt, sobald sie die Bank ausgeraubt haben und den Security Van genommen haben, haben sie sich Richtung Sandy Shores, Paleto Bay Gebiet gemacht. Das heißt, zwei Leute Sandy Shores, zwei Leute Paleto Bay, Patrouille, bis einer was findet. Habt ihr verstanden? Yes. Auf geht's in die Wagen, Leute, auf geht's! Bei möglichen Sachen sofort unter Funkkontakt bleiben. Yes, Sir, Sergeant, Sir. Okay, Sir. Oh Gott, Leute, wie cool ist das denn? Ich fühle mich richtig mächtig. Alle in den Fahrstuhl. Alle in den Fahrstuhl, Leute. Aber tut mir leid, ich habe einen ziehen lassen. Oh Gott. Kamerad, auf geht's, runterfahren. So, Leute, raus. Also, ihr wisst es, jeder schnappt sich heute in den Wagen und wir gehen auf Mission, Freunde, ja? Okay, Leute, weiter, raus. Jeder ein Polizeiauto. Jeder ein Auto, so. Mach die Sirene an, Freunde. Sirene anmachen. Wie gesagt, Sandy Shores, Paleto Bay Gebiet. Check, alle auf Funk bleiben. Check. Okay, check, können wir noch keinen Stopp bei Donut Laden machen? Nein! Ja, können wir machen! Paleto Bay Gebiet, ausschirmen!
Oh Gott, Leute, guckt mal, wie cool alle losfahren. Einfach, oha. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, das ist richtig kranker Polizeieinsatz, dass wir so viel Vertrauen direkt bekommen haben, Leute. Wir dürfen das nicht verkacken. Wir müssen diesen komischen Money Van finden. Und dann hoffe ich, dass wir das Ganze hinbekommen, Leute. Auf geht's dahin. Okay, Leute, so, wir haben uns ausgeschwärmt. Ich bin jetzt hier beim Sandy Shores Gebiet. Ich check, 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 Sandy Shores Gebiet, clean bis jetzt. Ich check, check, ja. Paletto Bay Gebiet, merkwürdiges Fahrzeug gesichtet, check, check. Check, check, Verfolgung aufnehmen, check, check, weil... Ich unterstütze Sie. Wir haben ihn, es ist eine gelbe Money Transporter, check, check. Check, check, Standort bitte, check, check. Oh mein Gott, wir stehen unter Beschuss, Officer unter Beschuss, sie schießen auf uns. Ich brauche Koordinaten, GPS, sonst was. Check, check, Tankstelle Paletto Bay, check, check. Tankstelle Paletto Bay. Unterstützung kommt, Unterstützung kommt. Highway, Richtung Sandy Shores. Oh verdammt. Highway, ich komme entgegen über dem Highway, ich versuche ihm den Weg abzusperren. Check, check. Oh Gott, Leute, da geht's richtig ab. Da ist irgendwie ein Money Train da, Leute. Was ist denn da los? Oh mein Gott, die benutzen RPG. Oh. Check, check, ich bin auf dem Highway Richtung Paletto Bay. Ich versuche denjenigen abzufangen. Check, check. Oh Gott, Leute, was ist denn jetzt los, Alter? Unsere Leute sind unter Beschuss. Check, check, Zentrale, wir brauchen Unterstützung. Check, check. Okay, Leute, wir müssen jetzt diesen Money Train finden. Ich bin an ihm dran. Highway Richtung Sandy Shores. Toggle GPS, ich werde dich toggeln, Sir. Koordinaten, Toggle GPS Daten. Okay. Okay, Leute, wir haben. Wir haben ihn. Wir versuchen ihn zu bekommen. Check, check, ich bin gleich am Standort. Check, check, wie sieht's aus? Situation, check, check. Gelber Transporter gesichtet. Wir versuchen. Straßensperre, check, check. Wow. Gepanzerter Panzer. Check, check. Er hat mich. Versuch ihn auszubremsen. Hinterher. Nicht den Weg gehen lassen. Versuch die Reifen zu treffen, weil... Oh Gott, Leute, wie krank ist das denn? Die Reifen. Oh Gott, nein! Passt auf, was passiert? Sie benutzen Granaten! Oh! Officer am Boden! Hab ihn! Ich versuche nachzudrängen! Verdammt! Sperrt den Tunnel zu! Tunnel dicht machen, Leute! Richtig! Er darf nicht in die Richtung kommen! Straßenbarrikade! Wir haben ihn! Er wird hier nicht durchkommen! Ey, was macht ihr hier? Verschwinde! Wow! Sein Auto ist gestohlen! Wow! Nein! Mann, ich habe keine Chance! Officer ist am Boden! Nein, ich muss ihnen helfen, Leute! Wow! Nein, der entkommt! Officers! Wo seid ihr? Verdammt, nein! Officer, geht's dir gut? Ich nehme ihn mit, Leute. Officer mitnehmen. Verdammt, Alter. Damit habe ich nicht gerechnet. Officer, hier ins Auto reinmachen. So, ist hier noch ein Officer von uns. Verdammt, Officer am Boden. Oh, ich versuche die jetzt mitzunehmen, beide. So, mitnehmen. Scheiße. Geht's ihm besser? Fahren Sie ins Krankenhaus. Wir haben verletzte Officer. Check, verletzte Officer, sie haben den Wagen verloren. Check, wir haben den Wagen verloren. Jo, verdammt, Mann. Denn hier? Die sind ja voll gut ausgerüstet gewesen. Es war halt ein gepanzerter Panzerwagen. Ich hätte nicht gedacht, dass er Sprengfallen benutzt. Das war vielleicht eine dumme Aktion, aber wir retten jetzt alle. Verdammt, bringen wir uns alle zuerst mal in Sicherheit. Das war viel zu gefährlich, ihr braucht bessere Ausrüstung, Officer. Wow, Leute, das war echt gefährlich, Freunde. Ich habe echt Mist gebaut. Vielleicht habe ich die Leute echt in den Tod gestürzt, aber wir müssen jetzt erstmal alle in Sicherheit bringen und dann einen anderen Plan auswählen. Let's go. Okay, Leute, ich habe jetzt alle ins Krankenhaus gebracht. Mir geht's Gott sei Dank gut, aber unsere Autos sind beschädigt, unsere Officer sind beschädigt. Wir müssen auf jeden Fall gucken, wie es hier weitergeht, Leute. Okay, Leute, ey, verdammt. Aber ich hoffe, dass es nichts Schlimmes passiert. Oh Gott, da ist Captain. Captain? Aerosick. Wir haben eine kleine Schwierigkeit. Ich habe ihn einem Team gegeben, weil ich gedacht habe, die würden damit umgehen. Gut umgehen, aber ich bin mir jetzt unsicher. Die haben komplett ohne Verantwortung ihr Team in eine Scheiterung gebracht. Nein, Sir, wir wussten nicht, dass es Sprengfallen benutzt, sondern sie sagten, es ist einfach ein Geldtransporter. Wir konnten nicht durchbrechen mit unseren Kugeln, die haben uns gesprengt. Warum haben sie ihr Team nicht dazu angeleitet, das zu verfolgen und an einem Punkt, wo er bremst, das überfallen? Anstatt haben sie dann versucht, einen Panzerwagen auszubremsen oder was? Ja, Sir, das war vielleicht fahrlässig gehandelt. Ich wollte den Panzerwagen aufhalten, aber hab versagt. Bin sehr enttäuscht.
Ich werde den Panzerwagen aufspielen und werde das Ganze mit einem sicheren Weg angehen, Sir. Das ist das Mindeste, was ich erwarte. Nun verziehen Sie sich aus meinem Büro. Okay, bevor Sir. Bevor ich mir überlege, sie wieder zu feuern. Oh, verdammt, Leute, wir haben richtig reingechoked. Okay, Sir, danke, Sir. Oh Mann, Alter, was ist das denn, Leute? Wir haben einfach richtig reingekackt. Wir wissen nicht, wo der Wagen ist oder sonst was. Ich sag euch ehrlich, es klingt zwar komisch, aber ich muss rausfinden, wo der Wagen ist. Und das ist die einzigste Option, Leute, das Ganze wieder gerade zu biegen. Wir müssen jetzt wieder runter. Let's go. Okay, Leute, wir haben auf jeden Fall versagt. Okay, die anderen Officers sind jetzt auch wieder da. Officers! Yeah. Ja! Wir haben blöd gehandelt. Sie haben blöd gehandelt. Das waren doch Ihre Befehle, man. Ich habe blöd gehandelt. Ich nehme die Schuld auf mich. Ist ja wohl das Mindeste. Wir werden die Situation jetzt anders angehen, Sirs. Wir werden versuchen, den Wagen aufzuspüren. Wir wissen, dass er gepanzert ist. Wir wissen, dass da Raketen sind, Bomben, alles drum und dran und viel Geld. Wir werden, sobald wir das Fahrzeug finden, aufspüren. Es nicht angreifen. Wir werden es zivilrechtlich verfolgen. Aber... Keine anderen Aktionen. Bis das Auto ansteht. Wir warten, bis es anhält und dann schlagen wir zu. Haben Sie es verstanden, Sirs? Was heißt zivilrechtlich verfolgen? Wir müssen einfach legitim einfach nur hinterherfahren. Ja, okay, Sergeant, machen wir. Genau, Sergeant bin ich zwar noch nicht, aber Ersatzkapitän für heute. Das heißt, wir werden uns jetzt ausschwärmen, versuchen das Fahrzeug zu finden. Sobald es gefunden wird, verfolgt es bis zur Position, wo es anhält. Funk durch, bleibt sicher und wir müssen uns wieder auf das Paletto Bay, Sandy Shores Gebiet bzw. außerhalb der Stadtgebiet konzentrieren. Weil, check, alles klar. Viel Glück, meine Soldaten. Okay, Leute, es geht los, Alter. Es geht wieder Polizeischwamm. Ich hoffe, wir finden dieses Fahrzeug überhaupt noch. Es kann sein, dass wir richtige Schwierigkeiten bekommen, aber ja, vielleicht ist es auch das Richtige, Mann. Oh Gott, Leute. Check, alle auf Position. Check. Okay, Leute, die Polizei ist auf jeden Fall ausgeschwärmt, Leute. Wir müssen jetzt gucken, wo wir hinkommen, was wir machen und wie wir da agieren. Und Leute, ich sage euch ehrlich, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich fühle mich richtig schlecht. Ich hoffe, ich kann den Fehler ausbaden. Deswegen versuche ich, das Auto als erstes zu finden, damit wir wissen, wo es hinkommt. Okay, Leute, ich bin hier wieder im Sandy Shores Gebiet. Ich versuche, den Wagen zu finden. Absolut keine Ahnung. Check, Mitteilung, Palito Bay, bisher komplett abgefahren, alles sauber. Check, Sandy Shores Gebiet wird auch abgefahren, check. Okay, Leute, ich weiß nicht, wo dieses Fahrzeug sein kann, check, aber... Check, ich bin hier Human Labs abgefahren. Okay, Human Labs abgefahren, sogar außerhalb des Gebietes. Ey, Leute, ich weiß nicht, wo dieser Wagen sein kann. Wir müssen uns auf jeden Fall die Augen offen halten einfach. Aber was anderes bleibt uns nicht übrig. Check. Officer 48, kurz Donutpause. Check. Ich fahre Autobahn Highway Richtung Stadt zurück. Check. Check, Autobahn clean. Check, Autobahn clean. Ich fahre wieder auf die Landstraßen zurück. Check, ich mach Pinkelpause. Check. Hey, Leute, Pinkelpausen, Donutpausen. Wir müssen den jetzt finden. Meine Güte, Leute, ich versuche mal ein bisschen Offroad zu fahren. Okay, Leute, Landstraße durchgefahren, nichts gefunden. Wir fahren wieder. Check, bin wieder auf der Autobahn. Check. Wartet mal, Leute, ich glaube, da ist etwas Verdächtiges. Okay, wartet mal, ich muss Sicherheitsabstand halten. Check, ich glaube, ich habe das Fahrzeug. Check. Ja, ich habe noch 2 Minuten Donutpause, danach komme ich zu Ihnen. Check, ich nehme Verfolgung auf. Check, wo sind Sie? Check. Autobahn Richtung Stadt, check. Ich verfolge das flüchtige Transportfahrzeug. Okay, Toggle GPS, bin auf dem Weg. Okay, Leute, wir bleiben auf Sicherheitsabstand. Der fährt hier irgendwie... Okay, der fährt hier Offroad einfach hoch. Okay, Leute, wir müssen aufpassen. Wir müssen auf Sicherheitsabstand bleiben, nicht dass er uns sieht, Freunde. Aber scheinbar will er zu seinem Ziel so schnell wie möglich, wenn er so Offroad fährt. Check, wir sind auf einer kleinen Landstraße. Check. Check, bin direkt hinter Ihnen in einem Polizei-Monster-Truck. Okay. Check, stehen bleiben, check, stopp. Okay, die La Fuente Blanca. Okay. Officer, bleiben Sie hier, ich schleich mich kurz rein, bleiben Sie hier. Kein Zugriff doch. Okay, Leute, diesmal mache ich nichts Voreiliges. Wir gucken, ob der Transporter hier wirklich irgendwo geparkt hat. Durch die Büschgebiete können wir hier durchgucken. Okay, vor der La Fuente Blanca. Das ist ja auch ein mexikanisches Villenviertel. Okay, da vorne ist der Truck. Okay, da vorne ist der Truck, Leute. Das bedeutet, wir müssen einen Einsatz starten, Freunde. Ich glaube, der bleibt auch hier.
Ich könnte jetzt einen Police Officer hier stehen lassen, auf Beobachtungsposition. Okay, das machen wir. Check, check, ich brauche einen Officer. Ein Officer, check, check. Ein Officer mitkommen. Hey, Sir, Officer ja, mitkommen. Ich kann Ihnen helfen. Kommen Sie mit. So, Sie haben ein Scharfschützengewehr. Da, Sie, ja, da, Sie bleiben dort bei den Fahrzeugen. So, ja, hören Sie mir zu. Sie werden jetzt hier in den Busch gehen. Sehen Sie das gelbe Fahrzeug? Das ist unser Zielobjekt. Ja, das sehe ich, Officer, ja. Sobald irgendwas passiert, sobald sich das Fahrzeug bewegt, werden Sie uns durchfunken. Ansonsten werden Sie nichts machen. Bleiben Sie in den Büschen und bleiben Sie undercover. Haben Sie verstanden? Ja, verstanden, jo. Sobald irgendwie Ärger gibt, Sie entdeckt werden, funken Sie durch. Sobald, aber gehen Sie vielleicht tiefer in die Büsche rein, damit nichts passiert. Wir werden einen Angriff darauf planen. Okay. Check, check, ich brauche alle Officers beim PD. Check, check. So, Leute, wir werden jetzt gleich einen richtig dicken. Wir werden da reinstürmen bis zum geht nicht mehr. Ich werde ein Polizeiauto hier ein bisschen verstecken, Leute, dass sie es nicht sehen von unserem Kameraden, falls das braucht. So, einmal zum PD bitte. Einmal zum PD bitte. Yeah. Okay, Leute, okay, let's go, Leute, let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt fast da, aber ich fuhr kurz an den Captain durch. Check, check, Captain. Ja. Fahrzeug wurde gefunden, check, check. Ich bräuchte aber ein bisschen stärkere Einsatzkräfte diesmal, dass sie uns Sprengfallen nichts anhaben. Wir haben ein Office im Umsi-Raum, sind SWAT-Sack, und sie haben das Befugnis, SWAT einzusetzen. Haben wir auch bestimmte Fahrzeuge? Check, check. Ja, vor der Tür, alle schon SWAT-Fahrzeuge sind bereit. Okay, Leute, okay, die sind vorbereitet. Okay, Leute, das sind unsere Leute, wir kommen hier rein. So, Sirs! Jo! Also, wir haben das Fahrzeug gefunden. Wir werden uns jetzt umziehen gehen in die Umkleiden. Ich will, dass ihr alle euch die SWAT-Uniform anzieht. Habt ihr verstanden? Dann werden wir uns stärkere Geschütze. Wir werden zwei SWAT-Fahrzeuge nehmen und eine Helikopterunterstützung. Wir werden ganz vorsichtig rangehen. Wir werden so wenig wie möglich schießen. Nehmt Waffen mit, aber wir versuchen das Ziel zu eliminieren, ohne dass irgendwas passiert. Habt ihr verstanden? Alles klar. Weitere Informationen. Sollen wir jetzt eliminieren oder nicht schießen? Wir werden ihn nicht eliminieren mit Waffengewalt. Wir werden ihn verhaften und ins Gefängnis reinbringen, so wie es sich gehört. Haben Sie verstanden? Verstanden? Nur im Notfall wird geschossen, aber ansonsten werden wir... Hoffentlich wehrt er sich, damit ich den einen Kugel geben könne. So, zieht euch um, geht eure SWAT-Kleidung anziehen, ich gehe auch. So, hier rein, Leute, hier rein. Okay, die SWAT-Einheit. Wir haben einen Helikopter bestellt. So, ich bestelle meinen Helikopter. Helikopter einmal noch mitnehmen. Check, check, ein Helikopter bitte. So. Helikopter steht unten bereit. Zieht euch um, alle Leute. So, wir ziehen uns auch die SWAT-Kleidung an, Leute. Heute wird ein kranker Tag sein. Aber, Leute, ich sag euch ehrlich, ist extremst interessant. Aber gefährlich, Freunde. Ich hoffe, wir kriegen alles hin, weil sonst, glaube ich, haben wir den Job los. So. Ausmarschieren. Raus, Leute. Okay, wir sind SWAT, wir gehen runter zum Helikopter. Check, check, die SWAT-Einheit bitte runterkommen. Check, check. Check, Helikopter wird bereit gemacht. Ich werde in den Helikopter steigen. Ihr schnappt euch zwei SWAT-Fahrzeuge hier. Check, check, bis zum Eingriff. Ungefähr 1,5 Stunden. Fahrt langsam hin, bewacht die Position. Check, check, unser Sniper an der Stelle. Mobile Kommando-Unit, check, perfekt. Okay, Leute, es ist da richtig krank, was da abgeht, Leute. Wir fliegen jetzt hin, warten, bis es dämmert und dann geht's los. Guck mal, da unten fährt schon die SWAT-Einheit. Richtig geil, Leute. Okay, Leute, wir sind über dem Revier. Flieg bitte höher, bisschen höher. Check, check, wir sind auf Position. Flugzeug ist auf Position. Ich werde gleich abspringen, die Lage klären. Sobald ich unten bin, wie geht's weiter? Check, check. Okay, Leute. Sir, ich werde jetzt rausspringen. Versucht die Luftunterstützung beizubehalten und falls was passiert, aus der Luft uns Bescheid zu geben, ja? Okay, alright. Auf geht's. Los geht's, Leute! Und Fallschirm zünden. Okay, da vorne ist immer noch der Van. Wichtig. Aber ich glaube, unser Objekt befindet sich im Haus. Das heißt, wir müssen uns am besten irgendwie zum Haus kommen. Kurz hier alles durchfliegen. Okay, da sind Leute. Da sind auf jeden Fall Leute. Das wird ein kleines Problem sein. Okay, da steht wieder einer. Okay, wir versuchen hier zu landen auf dem Dach. Okay, perfekt. Ah, okay. Check, check, ich bin auf dem Dach gelandet. Check, check, es sind mehrere Leute auf dem Hof. Check, check. Wir sind bereit zum Stürmen, sobald sie das Go geben. Okay, Leute. Stürmen negativ noch. Check, check. Okay, Leute, ich versuche einfach. Guck mal, das Ding ist, ich habe den Mist eingebadet. Ich versuche den Mist auszubaden. Hier unten ist einer. Okay, aber wie komme ich denn am besten ins Haus rein? Vielleicht jetzt hier, hier rüber? Vielleicht kann ich durch Fenster durchklettern. Okay, Leute, schaffe ich das? Ich weiß es nicht. Okay, nein, ich glaube, ich muss da runter. Ich muss da runter, Leute. Check, check, bleibt auf Position. Ich werde jetzt runter gehen. Check, check.
Sobald wir Schüsse hören, stürmen wir. Okay, Leute, ich will doch nicht sterben hier. Und den das war. So. So. Okay, Leute, wir sind im Haus drin, ne? Vielleicht durch die Tür durch. Ist jemand? Oh, verdammt, da kommt einer. Der hat gesehen, dass die Tür aufgegangen ist. Wir müssen uns verstecken. Hey. Was ist denn? Auf der Toilette, auf der Toilette, Leute. Gott, kommt er? Ja, da kommt er, kommt er, kommt er, kommt. Kommt er jetzt aus, oder? Der Winterzug, komm. Ganz leise, dreh dich nur nicht um, mein Freund. Ja, endlich haben wir es geschafft. Unser Wort wird so. Okay, Leute, das muss sein. Oh nein, der hat's gesehen. Draußen. Okay, weg mit dem. Okay, okay, sieht ganz gut aus. Okay, wenn sobald die Leiche sehen, wird es halt ein Problem geben. Okay, da ist doch einer. Tut mir leid. Okay, wir stürmen das Haus, wir stürmen das Haus. Wir sind jetzt auf dem Weg in die obere Etage, Leute. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Sie, hab ich verstanden. Oh, verdammt, 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 verdammt. Bleiben Sie stehen! Oh, verdammt, 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 verdammt. Die kommen, die kommen, die kommen. Oh mein Gott, wo ist denn dieser Chef, Leute? Hier drinnen? Nein. Wie viele Türen hat das Haus, Mann? Okay, Leute, okay, Leute, okay, Leute, wir stürmen rein. Hände hoch, Hände hoch! Hände hoch! Für Sie ist vorbei, das Spiel ist vorbei. Sie haben den Transporter geklaut. Check, check, das Gebäude ist umstellt. Dachtest du wirklich, dass das vorbei ist? Ja. Hey, Amre, der hat nichts. Ich schieß deinen Chef ab, Mann. Das Gebäude ist umstellt. Was ist das? Los. Ich soll mich verzählen. Deine Leute, hörst du das? Auto wegzuholen. Versuch das Auto wegzufahren. Der Transporter ist wichtig. Schießt alle weg. Check, check, schießt alle weg. Ich muss kurz den abknallen hier. So, was Transporter abholen, hä? Du wirst rauslaufen jetzt. So. Ihr habt euch mit den falschen Leuten. Du hast dich mit den falschen Leuten angelegt. Den Transporter geklaut. Die Vagos sind, glaub mir, dieses ganze Spiel. Raus hier. Zehnmal größer. So, raus, 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 raus. So. Oh. Check, check. Alter, guckt euch das mal an. So, Vorrücken, guck mal. Du legst dich mit den falschen Leuten an. Das ist das PD. Das ist die SWAT-Einheit. Wir sind die stärkste Mafia. Guckt euch das mal an. Hören Sie mir so. Leute, beruhigt euch. Ihr müsst nicht alle attackieren. Ihr müsst nicht alle attackieren. Ja, scheiß Mafia, endlich weg mit dem. Leute, ihr müsst nicht alle hauen. Ihr müsst nicht alle hauen. Alles gut. Alles gut, beruhigt euch. So, Hände hoch. Mitkommen, mitkommen. Wissen Sie, meine Gefahr ist vielleicht ein kleiner Nagel. Das ist von einer riesigen Konstruktion. Sie werden das bereuen. Halt mal die Schnauze. So, lass ihn hier in den Polizeibus einsteigen hier. Der muss ins Gefängnis. Obwohl, SWAT-Einheit ist auch in Ordnung. Die anderen, wir müssen den gelben Truck im Hof einpolen. Den gelben Truck im Hof mitnehmen. Ja, check, ja, check. Captain. So. Bringt ihn ins Gefängnis! Bringt ihn ins Gefängnis! Ey Leute, ich glaube, wir haben etwas Gutes getan, Freunde. Wir haben diesen komischen Terroristen erwischt. Wir haben da noch den Truck erwischt, Leute. Wir haben alles geschafft, den Mafia-Boss verhaftet. Warte mal, ich krieg einen Funk. Hallo? Herr Russik. Ja? Herr Zekwon, Sie haben zwar den Fall offiziell abgeschlossen, aber Sie haben zu viel drumherum gemacht. Das war zu viel. Ja, was Sie was? Sie haben damit die anderen alarmiert. Ich glaube, der Krieg fängt jetzt erst an. Over. Oh Gott, Leute, was für ein Krieg, Leute. Wenn ihr es rausfinden wollt, dann lasst ein dickes Like da, abonniert den Kanal, aktiviert unbedingt die Glocke und checkt die Jungs ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao.